Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Wendy Every Which Way, eins der ganz, ganz späten Spiele, die für den Game Boy Color erschienen sind. Da war der Game Boy Advance schon fast auf dem Markt, da kam dieses Spiel raus, aber es ist ein richtig gutes Spiel geworden, ein richtig gutes, ja, Jump'n'Run, nur halt richtig, richtig einfach. Selbst ich habe in der Probeaufnahme knapp eine Stunde gespielt und bin nicht einmal gestorben. Das soll was heißen. Aber trotzdem, schauen wir uns das Spiel mal an, spielen mal die ersten Level mit der guten Wendy, die jetzt natürlich wieder Unsinn macht, ganz am Anfang. Ich glaube, die wohnt da in dem Haus. Das ist sie übrigens. The Good Little Witch in England oder in Amerika. Dorther kommt das Comic aus den 50er Jahren. Dort sehr bekannt. Bei uns eher bekannt aus dem Film Kasper und Wendy. Da hat sie mitgespielt, wenn jemand den Film kennt. Ich kenne ihn nicht, aber daher könnten wir sie kennen. Ansonsten gibt es, glaube ich, das Comic. Bei uns ist da so nichts zu erschienen. In Deutschland oder Europa. Auf jeden Fall hat die gute Wendy jetzt gerade, das haben wir gesehen, an der Truhe rumgespielt und dann sind diese Orbs weggegangen, die dort oben in das fliegende Castle gegangen sind und dieses Castle ist jetzt abgestürzt. Naja, eine kleine Hintergrundstory muss es nochmal geben, aber die gute Wendy, sie ist halt die gute Witch, die gute Hexe, macht sich auf den Weg, um diese Orbs wiederzuholen. Und da kommt es auch schon gut, die Wendy. Ich finde erstmal total, die Animationen sind total süß. Sie kann springen, sie kann jumpen und sie kann schießen. Aber das ist nicht alles. Wendy kann auch nach oben gucken und sich nach oben beamen. Dann kann sie oben entlang laufen, was dann im späteren Spielverlauf natürlich wichtig wird. Wichtig sind die Sterne, die wir einsammeln. Dadurch bekommen wir andere Schüsse nachher. Das sind übrigens unsere Gegner hier, unter anderem Schnecken. Na komm. Und ich finde das immer total süß, wenn sie einen von diesen Sternen einsammelt. Und sagt sie immer, ja, ja. Und das ist wirklich ein gutes Spiel. Ich hatte auch erst gedacht, na, wieder so eine Lizenzgurke. Jetzt hat sie kein Ja gesagt, schade. Aber das ist echt gut. Da habe ich auch schon überlegt, ein ganzes Let's Play zu machen. Nur Let's Plays, das ist ja immer so eine Sache. Die werden ja kaum noch geguckt. Da wird die erste Folge geguckt und dann war es das auch schon. Ja, ja. Komm, mach den mal fertig. Was haben wir jetzt für eine Waffe? Drei von diesen sichern. Nicht schlecht. Ach komm, das war fies. Ja, hier hoch. Und das ist noch relativ einfach, aber das wird nachher ein bisschen komplizierter. Wie gesagt, wirklich schwierig wird das Spiel nicht. Und das war auch schon der erste Abschnitt vom ersten Level. Zum Warmwerden. Aber ich mag das Spiel. Mir gefällt die Musik, mir gefällt die Wendy. Die Animation mit Passwortsystem, wie wir hier sehen. Das ist richtig gut geworden. Und das kann man auch heute, glaube ich, noch problemlos spielen. Ist auch sogar relativ günstig erhältlich. Also ist nicht so wie bei anderen älteren Spielen, dass die nur für ein Schweinegeld zu haben sind. Also das ist durchaus erschwinglich. Ja, wieder runter bitte. Okay. Ah, diese komischen Ritter, da muss man aufpassen. Eigentlich sind die Schnecken viel zu süß, um die zu töten. Ist hier oben irgendwas? Ja, eine Schnecke. Sehr schön. Muss man also auch aufpassen, dass man da die Wand nicht einfach so wechselt, ohne hinzugucken. Aber ich meine, egal was wir für eine Waffe haben, wir töten die Gegner sowieso mit einem Treffer. Aber natürlich ist diese Dreierwaffe schon ein Stückchen besser. Hilfe. Weil sie in drei verschiedenen Richtungen schießt. Wie komme ich denn da runter? Kann ich da bücken? Ne, es geht nicht. Komm ich nur so hoch? So? Dann geht's doch hier nicht weiter. Hä? Na du? Also ihr versteht das Prinzip. Oh, da ist noch ein Stern. Den schnapp ich mir. Einen Stern! Ihr versteht das Prinzip von diesen roten Linien hier. Da kann man nur durch, wenn man da von unten rüberspringt. Und dann haben wir jetzt das Problem, das war... Ach so, geht das. Natürlich, das ist ja kein Problem. Halt. So, die Richtung wechseln und dann rüberspringen. Genau. Das ist das System, wie man diese roten Linien besiegt. Wie man da weiterkommt. So. Hier wieder genau dasselbe. Das war oben zur Decke. Und dann springen. Sehr schön. Da muss man schon ein bisschen um die Ecken denken. Wie gesagt, ist nicht allzu kompliziert. Das Spiel ist auch wirklich super, super leicht gemacht. Aber das ist doch nicht schlimm. Mein Gott. Muss ja nicht immer knallhart sein. Zum Beispiel ein Spiel wie Mega Man ist für mich ja absolut nichts. Das ist ja... Und Spiele, wo ich noch immer zum zweiten Level komme.
Na, komme ich da? Da komme ich nicht hin. So hoch kann sie nicht springen. Wo geht? Ach, dann geht's hier weiter. Na gut, ist ja kein Problem. So. Hier waren wir schon, oder? Ja, hier bringt's ja uns nicht weiter. Bin ich jetzt umsonst gelaufen. Aber wir haben auch genug Zeit. Also die Zeit ist auch sehr fair bemessen in den Leveln. Oh, oh, oh. Wer bist du denn? The fucking Schwein. So. The fucking Schwein. Was für ein toller Name. Habe ich mir gerade ausgedacht. Das war der zweite Abschnitt. Ich glaube, der erste Level ist 3 Abschnitte lang. Danach kommt dann noch ein Bonusabschnitt, wo wir mit dem Besen fliegen. Na, mal gucken, ob wir so weit kommen. Zeige euch dann auch noch. Komm, Wendy. Na ja, Mann, das ist ja auch selbst schuld. Warum geht sie an irgendwelche alten Kisten, wo sie nicht weiß, was drin ist? Ja. Muss sie das Zeug jetzt halt einsammeln wieder. Oh, einen Stern. Nehmen wir natürlich mit. Ich finde das doch total süß, wenn sie ja sagt. Ja! Ja! Achtung, das Schwein. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Die müssen wir, glaube ich, immer irgendwie dazu bringen, dass sie... Genau. Wenn wir zur Decke springen, dann versuchen die hinterher zu springen. Das können die aber nicht. Das ist ja praktisch. So können wir also die Schweine besiegen. Die fucking Schweine. Was machst du? Okay. Das ist aber auch eine komische Falle. Du hast den Job verfehlt. So, Achtung. Schwein. Schwein kaputt. Es gibt sogar richtig Punkte. Wo geht's weiter? Hier? Ah, wie kriegen wir den kaputt? Okay. Dann haben wir das Schwein besiegt. Oh, kleines Labyrinth. Wo müssen wir denn jetzt hin? War das hier? Haben wir hier einen Stern bekommen. Ich glaube, es war die goldene Mitte. Es ist immer die goldene Mitte. In einem Jump'n'Run. Naja, das hast du ja so ausgemalt. Warum mache ich denn wieder diese komische Waffe? Achso, jetzt habe ich 3-mal Sterne verschießen. Ich verstehe. Ist natürlich auch nicht übel. Ja. Das macht dem natürlich nichts, wenn der da oben in die Stacheln rein prescht. Wenn wir da reingehen würden, würden wir Energie verlieren. Unsere Energie ist gleichzeitig die Sternanzeige unten. Also je mehr Sterne wir einsammeln, desto mehr Energie haben wir. Geht das hier entlang? Was ist denn da oben? Das würde ich ja schon mal gerne wissen, wenn ich schon mal hier bin. Ein Stern. Oh nein. Ja, das habe ich doch ganz gut gemeistert. Das ist das richtige Spiel für mich. Angenehmer Schwierigkeitsgrad. Spielt sich richtig locker flockig. Als wäre das Spiel für mich gemacht. Auch wenn ich gute Wendy vorher nicht kannte. Also mir sagt das Comic gar nichts. Wendy the Good Little Witch. So, geht's weiter? Drehen wir es mal wieder um. Weit kann es ja nicht mehr sein in dem Abschnitt. Ja, da sage ich's doch. Yes! Kommen wir jetzt zum Bonuslevel? Ja, Bonuslevel, yay! Mit der komischen Hexe. Das ist aber. Die sieht ein bisschen ratlos aus. Naja. Auch hier können wir uns drehen. Wobei ich nicht weiß, was das für einen Sinn hat. Auf Kopf fliegen, toll. Und natürlich gibt es hier auch Gegner. Ist doch ganz klar. Ja, ja! Ich glaube, das hole ich mir als Klingelton. Wo sie die ganze Zeit nur ja, ja sagt. Auch der Abschnitt ist nicht sonderlich schwierig, glaubt es mir. Aber schön, nett. Total nett, wirklich. Süß. Naja, Hilfe. Fisch von unten. Achtung, Fisch von unten. Oben habe ich bestimmt eine Menge verpasst. Ich bin immer nur in der Mitte geflogen. Naja. Ah, da ist schon das Schloss, wo wir hin mussten. Sehr schön.
Ach komm, einen Abschnitt können wir uns mal angucken von der guten Wendy. Level 2, Abschnitt 1 müsste jetzt kommen, oder? Ja, das Passwort mal merken. Sternpyramide plus Kreis. Sternpyramide plus Kreis. Oder einfach Save State. Level 2, Abschnitt 1. Jawohl, auf geht's, Wendy. Fragt mich nicht, warum Wendy einen roten Strampelanzug anhat. Das weiß ich nun wirklich nicht. Ah. Hier, das ist besonders, seht ihr das grüne Zeug, was dort links ist? Da dürfen wir auch nicht rein, dann würden wir Energie verlieren. Das wechselt mit uns die Richtung, wenn wir jetzt zur Decke gehen. Cool, oder? Also das von der Spielmechanik her, haben sich Gedanken gemacht, finde ich cool. Einfach nur eine Kleinigkeit, total simpel, aber gut. So, wer bist du denn? Zumindest keine Gefahr für uns. Ah, das war nicht gut. Ah, das war wirklich nicht gut. Was mache ich denn jetzt von Quatsch hier? Da sagte ich noch im Anspann, im Vorspann, ich habe kein Leben verloren. Bin ich fast soweit. Hui! Die Grünen, die sind ein bisschen... Ja, das sind halt die Grünen. Ja, ist klar. Warum wirfst du eine Bombe auf mich? Blödsack. Okay, anderer Level, andere Gegner. Auch das ist in dem Spiel drin. Erfreulich. Und das ist fair, dass man, wenn man ins Tiefe stürzt, wo man nicht sehen kann, wo man hinstürzt, dass man da nicht auf irgendwelche Stacheln stürzt. Das gibt's ja auch in genug Jump'n'Runs, wo das einfach nur fies ist. Trial and Error. Ne, das gibt's hier in dem Spiel nicht. Ist mir zumindest nicht untergekommen. In der Zeit, wo ich es jetzt hier Test gespielt habe. Ne? Ja, guck an. Das war schon wieder der erste Abschnitt. Na, können wir hier noch einen Abschnitt hinten dranhängen. Wir können schon fast das ganze Spiel durchspielen. Ich glaube, es gibt 12 Level. Also 12 Abschnitte. Das heißt, wo 4 Level je 3 Abschnitte. Sind wir schon fast zur Hälfte gleich durch. Boah, bin ich gut. Ich bin halt Pro-Gamer. Pro-Gamer. Yes, da freut sie sich, dass er weitermachen darf. Ab zur Decke. Hier nochmal ändern. Jetzt gehen nämlich so langsam auch die kleinen Deckenrätsel los, wo man sich überlegen muss, na, wie komme ich da weiter? Aber das macht ja nichts. Machen wir uns mal kurz die Sterne hier. Diese roten Dinger da, die sind ganz mies und fies. Die bewegen sich immer zwischen den Blumen und die erwische ich nie. Da, habt ihr es gesehen? Da, wo kommt der her auf einmal? Jetzt habe ich wenigstens mal erwischt. Gibt sogar 300 Punkte für den. So. Komm, Wendy, lass dir nichts vormachen. Oh, oh. Sprungpassage. Ich stelle mich wieder unheimlich blöd an. Jetzt hier weiter. Na, komm. Schneckchen. Mach das Schneckchen kaputt. Das Schneckchen. Okay. Oh, die grüne Suppe hier. Okay, das ist gerade mal gut gegangen. Da kommen jetzt bestimmt wieder die grünen Hannisse raus. Ja. Da hat er gestochen. Ah, so kann ich dann aber rauslocken. Natürlich, wenn er sich da versteckt hat und ich dann praktisch die Schwerkraft umändere, dann fällt er da raus. Logisch. Aha. Mann. Da hätte ich auch vorher drauf kommen können. Jetzt fällt er nicht raus. Merkwürdig. Muss ich hier entlang? Na, hat sich niemand wohl drin versteckt? Das war mir so klar, wenn ich darüber gehe, dass der mich erwischt. Dann auch vollkommen unnütz, dass ich da jetzt nochmal reinrenne, weil es da nämlich auch nichts zu holen gab. Nein! Wendy! Nicht sterben! Gott sei Dank, warum bin ich jetzt nicht kaputt gegangen? Ich hätte doch eigentlich gar keine Energie mehr gehabt, oder? Huh. Komm her, du roten Heinrich. Da versteckt er sich wieder. Ich werde bekloppt. Jetzt kriege ich dich aber. Irgendwie kriege ich dich, jawohl. So, wo ist der Levelausgang? Schon wieder total angespannt. Hui, 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 hui. Ja, das ist das, was ich mit der Fairness meinte. Da fällt man auf einen Stern, anstatt auf irgendwelche Stacheln.
Vorbildlich. Ah, sehr gut. Let's go, Wendy. War's das? Jawohl. Das war der erste Abschnitt vom zweiten Level. Und ich würde sagen, das reicht's auch von Wendy. Every Which Way. Nettes Spiel, absolut zu empfehlen. Spielt sich sehr gut, sieht gut aus, guter Sound. Macht auf dem Game Boy Color alles richtig. Tolles Spiel, hat meine Empfehlung. Und ich werde jetzt hier ein Save State setzen, denn ich kenne euch doch da draußen. Ihr wollt mehr von Wendy sehen, oder? Guck mal, wie verschmitzt sie am Lächeln ist. Ne? Wollen die mehr sehen? Natürlich wollen die Leute mehr sehen. Und deswegen setzen wir hier mal ein Save State. Aber für heute war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Bye, bye.